was ist jetzt los? Ach, der hat keine Energie mehr. Kann ja wohl nicht sein, oder? Ich hatte eine Diamantkiste voll Kohle, die mein Industrial Craft Generator gespeist hat. Hallo Minecraft, willkommen zum Let's Play City, Minecraft City. Mavia ist auch da, hi. Mavia? Ja, hallo. Oh, hi. Du warst zu leise. Also. Ich habe heute einiges vor. Ich möchte nämlich mein ME-System in Gang setzen im neuen Haus. Oh, Autocrafting. Okay. Ja, langsam. ich habe mal gerade geguckt, was ich alles brauche. Zuerst brauche ich einen ME-Controller. Den können wir hoffentlich... Ah, Skystone war, was noch gefehlt hat. Kann mal gucken, wie ich das krieg. Hast du davon noch welchen? Ja, ich glaub, ich du kannst auch den großen Meteoriten farmen, der zwischen unseren beiden Städten liegt. Ja, aber das dauert so lang. Dann hole ich halt einen. Ja, bitte. Dann machen wir nämlich schon Vorarbeiten. ich muss noch hier... Oh Gott, wie... Ich muss noch Fluix-Kristall... ich habe noch ein paar. Warte. Ich habe noch ein paar. Hallo? Ein bisschen langsam hier. Hier habe ich noch Fluix-Kristalls. So, dann brauche ich noch von denen hier. Ich habe schon mal ein bisschen was vorgearbeitet. Die ganzen Prozessoren und so habe ich mir von allen ein paar gemacht. So, Skystone. Ja, das ist schön. Hallo. Achso, muss erst den Alloy-Smelter. Hast du das schon? Nein, das ist Rohrstein. Ah. Na, was ist der? Knurpsel. Dann hau ich das kurz in Alloy-Smelter noch. Wie viel braucht... Oh Gott, das dauert aber lang. Dann machen wir zwischenzeitlich was anderes. Ich brauche noch ein paar Crafting-Terminals. Und Interface-Terminal und... Was war das andere? Pattern-Terminal wollte ich auch machen. Ja. Das machen wir mal raus hier, weil die normalen Solarzellen brauche ich ja jetzt nicht mehr. Terminal. Von denen hier brauchen wir welche. Hallo? Ah, so. Drei Quarzglas, Glowstone, Redstone... Iron. Glowstone. Redstone. So, hier hatten wir noch Quarzglas, genau. So. Dann haben wir hier Illumination. Illuminated Panels. Dann brauchen wir von den zwei und da einen. Wo ist meine Kiste? Die kommt will wieder nicht reinkommen. Der gefällt draußen so. Komm rein. Na. Die ist ein bisschen doof. Die kann keine Türen benutzen. Da hat sie doch schon so viele Arme. Ne, das sind ja Beine. Ah, daran liegt das also. So, eins hier hin. Dann eins hier hin. Nein, unten drunter. Oder? Ja, unten drunter. Und dann haben wir hier zwei noch so komische Formation Core und Annihilation Core. ME-Terminal. Dann brauchen wir noch einen von denen hier. Die
heißen die? Calculation Prozessoren und eine Workbench haben wir hier noch. So, Crafting Terminal haben wir fertig. Und dann brauchen wir von denen hier brauchen wir noch welche. So. Ja, im E-Interface ist ein bisschen aufwendiger, habe ich so den Eindruck. Zumindest ohne Auto-Crafting. Ja, du brauchst halt Formation Annihilation Core, aber ansonsten ist das ja nur Eisen und Glas. Ja, habe ich noch Fluix-Dust? Ah, 4 Stück. Was halt ME am Anfang immer ein bisschen hinauszögert, ist die Prozessoren. Du brauchst halt eine Handvoll von den Prozessoren. Und die sind halt ein bisschen... Ja, davon habe ich mir einige gemacht. Jeweils ein halbes Stack oder so. Ja, dann sollte das Ganze relativ schnell gehen. Ja, ich bemühe mich. So. Du brauchst eigentlich nur noch den Fluix-Dust herzustellen, zu malen und dann hast du genug Annihilation und Formation Cores und dann... Iron und Iron Glass. Glas. So, und jetzt brauchen wir noch... Nee, Quatsch. So war das. Und Eisen brauchen wir. Eins, zwei. In die Ecken jeweils Eisen. Engineer. Prozessor. So, und ein Teil, was haben wir hier jetzt? Interface Terminal wollte ich auch, oder? Ich guck mal auf meinen Zettel, ja. Dann müssen wir ein Interface reinlegen und das rausnehmen. Haben wir noch so ein Terminal und das ist dann, was habe ich denn jetzt gemacht? Interface. Jetzt wollte ich noch ein Pattern Terminal. Okay. Ich hab das schon gemacht gehabt. Okay. Fleißig, fleißig. Pattern Terminal? Crafting Maestro. Respekt. Toll. Jetzt muss ich doch nochmal, oder? Ja, jetzt muss ich doch nochmal so Teile machen. So, zwei von denen. Ein Certus Quarz. Zwei von denen. Dann davon ein. Genau. ME Terminal. Das nochmal rein. Brauche ich nochmal ein Crafting Table. Was machst du heute? Neben dich beraten, ein bisschen an meiner Hütte weiterbauen. An welcher? An meiner modernen Hütte. Ah. Ich habe letztes Mal ein bisschen vorbeigeschaut, aber da war noch nicht so viel. Aber das ändert sich bestimmt heute. Ich hoffe doch. Wobei ich halt nicht genau weiß, was ich mir bauen will. Es geht so ein bisschen mal gucken, was bei rumkommt. So, ja, der Skystone müsste fertig sein, hoffe ich mal. Zumindest ein Teil davon. Ne, alles fertig. Sehr schön. Zack. Der kommt jetzt hier außen hin. Ne, kommt er nicht. Hä? Was wollte ich denn hier bauen? Controller, glaube ich. ME-Controller. Ah, ich brauche Pure. Wie kriege ich nochmal die Seeds? Vom Fluix Dust and Sand. Okay. Die sind einfach gemacht. Wobei diese Pure Seeds zu züchten dauert lange.
Also wenn du das ein bisschen beschleunigen willst, kannst du mein Setup benutzen. Weil ansonsten wartest du 5 bis 10 Minuten, bis die ausgewachsen sind. Oder du machst hier die Accelerator noch selber. Ja, einen habe ich ja. Im neuen Haus wird es anders laufen. Da werde ich mir natürlich ein paar reinstellen. Ja, ein Setup mit 4 oder 5 Acceleratoren, dann geht das Ganze merklich schneller. Sehr angenehm dann. Kann ich den nicht in Messerate? Doch. Hm. Warum kommen die hier nicht an? Die haben Besseres vor. Ist alles mit Glowstone verstopft. Heliumplant zieht's. So, Wein. Scheiß aber auch. Hä, was ist jetzt los? Ach, der hat keine Energie mehr. Kann ja wohl nicht sein, oder? Ich hatte eine Diamantkiste voll Kohle, die mein Industrial Craft Generator gespeist hat. Und die Kiste, sie ist leer. Und die Kiste mit der Kohle ist leer. Oh. Machen wir ein paar Kohleblöcke rein. Hattest du extra mal einen Reaktor gebaut? Was ist denn damit? Ja, das ist halt ein bisschen anders. Kann ja nicht alles auf einmal haben. Immer langsam mit den jungen Pferden. So. Dann brauchen wir noch Sand. Ah, hier. Gut. Bis das hier fertig ist, mache ich mal einen Cut. Bis gleich. So, willkommen zurück. Hier sind die fertigen Pure Fluix Crystals. Die werden wir jetzt zu einem, wie hieß das Teil? ME-Controller zusammenfügen. Da steht einer am Fenster und glotzt rein. Wer macht denn sowas? Du hast nichts Besseres zu tun, oder? Mich hier am helllichten Tag zu belästigen. Dafür bin ich da. Na, jetzt ist er schnell wegteleportiert. Hat Angst gehabt vor meinem Bogen. So, wir machen jetzt einfach schon mal 2 von den ME-Controllern. Wenn wir schon die Ressourcen haben. Und dann wollte ich noch von den Acceleratoren ein paar machen. Da machen wir jetzt mal 4. Einen haben wir ja schon hier. 4 haben wir hier. Wir machen 4, weil einen haben wir hier. Reimt sich sogar. Quarzglas war recht einfach. Ein bisschen Glas und ein paar Zertusquarzdust oder Netherquarzdust. Habe ich hier auch schon gemacht. 4 und dann brauchen wir Eisen. Das habe ich in die Kiste gelegt. Ne, falsches Fenster. Hier. So. 4, 4, 4. Die werden wir aber erstmal nicht anbauen. Das kommt dann die nächsten Tage. So, was habe ich denn noch? Das müsste passen. Aber ich glaube, das war's jetzt erstmal. Dann gehen wir mal rüber und installieren mal das ganze Zeug hier. So. Hier haben wir unseren ME-Raum. Da hatte ich hier schon den Energy Acceptor platziert. Den wollte ich aber jetzt nochmal umbauen. Weil ich mir gedacht habe, ich setze den komplett hier in die Wand rein. Habe ich gerade gedacht, ich hätte ihn kaputt gemacht. Dann setzen wir hier einen von denen, einen ME-Controller und da wieder so einen.
So. Okay, und jetzt soll hier in der Wand die ganzen Terminals angeschlossen werden. So, da legen wir erstmal Kabel. Ich hoffe mal, dass es passt. Es wäre natürlich schöner, wenn das hier ist. Nicht dort? Oh. Nee, nee, hier. Weil dann ist es symmetrisch. Aha, Symmetrie. Ja. Ich brauche noch ein Kabel. Einen Kabel. So, Interface machen wir mal dahin. Pattern Terminal machen wir dahin. Und das Crafting Interface dahin. Sehr schön. Dann müssen wir die Kiste freilassen. Die gefräßige Kiste. Weil hier habe ich schon Facet Cable Fassaden gemacht. Du hattest das Achievement dafür bekommen. Also hattest du zumindest einmal was gemacht. Aber ja, ich habe welche. Die habe ich in der Kiste platziert gehabt. Und damit versteckt man jetzt die ME-Kabel in der Wand. Sneaky. So, das sieht doch schön aus. Jetzt gucken wir mal. Reingucken können wir schon. Das ist sehr gut. Was jetzt natürlich noch fehlt, sind die ME-Drives. Also die Festplattenspeicher. Das bin ich gerade am Überlegen. Die wollte ich auf die andere Seite legen. Hier mal den Boden kurz aufreißen. Den Lichtblock setzen wir wieder. So. Und dann zwischen Acceptor und den ganzen Drives. Kann ich da ein normales Glascable legen, Fluix? Oder sollte ich da auch nochmal so einen Controller hinsetzen? Du kannst nur einen einzigen Controller im kompletten ME haben. Den natürlich größer, aber rein okay. Für den Strom ist das da vollkommen in Ordnung. Jetzt habe ich aber zwei Sitzen. Ich habe hier eins sitzen und hier hinten unter der Wand. Das wird nicht funktionieren. Warum? Weil dein System nur einen einzigen Controller verkraften kann. Der kann größer sein, der kann 7x7x7 sein, aber du kannst nicht unterschiedlich räumlich getrennte Controller innerhalb eines Systems haben. Och, Menno. Das heißt, wenn ich den direkt daneben pflanzen würde, dann würde der mehr in... Ah, okay, jetzt ist er wieder bunt und vorher war er rot. Die waren beide aus, als du sie gleichzeitig angeschlossen hattest. Und als der abgebaut wurde, der zweite, ist der erste hier wieder angegangen. Es kommt halt immer drauf an, was du genau machen willst, an welcher Leitung, wie viele Kanäle du da belegen willst. Weil ein normales Glasfaserkabel trägt halt 8 Kanäle. Und wenn du an dieses eine Kabel nicht mehr anschließen willst als nur diese 2 Drives, dann ist das vollkommen legitim, das hier zu machen. Ich weiß nicht, ob da noch bis zu 8 irgendwas hinkommt. Im Notfall machst du das Kabel hier noch eins weiter, dann schließt es hier an den Controller an, dann hast du 32 Kanäle. Du musst halt nur aufpassen, wann du was machst. Warum? Weil das System immer nur eine gewisse Anzahl an Kanälen zur Verfügung hat und wenn du die Kanäle übertreibst, dann funktioniert es nicht mehr oder dann schaltet sich irgendwas ab, was eigentlich an sein sollte. Aber explodieren oder so tut es nicht? Nee, okay. Es geht allerhöchstens aus. Was habe ich denn? Conduit Fass. Achso, das ist die falsche Fassade. Das ist von Ender.io. Von Applied Energistics. Von denen habe ich jetzt gar keine dabei. Aber ich brauche auch noch ein paar ME-Kabel. Oh, da sieht man schon ein bisschen von deinem Häuschen. Ja. Aber ich muss konstruktiv bleiben. Oh. Und nochmal schnell ein paar Kabel machen. Wo sind sie denn? Ah, hier.
HME-Glaskabel, okay. Da hatte ich noch irgendwo welche, ich glaube. Im ME. Nein. Kiste auch nicht. Diese Kiste. Ich hatte noch welche, ich habe sie vorhin gesehen. Wie heißen die denn? Quarz. Ha, hab doch noch 18, wusste ich doch. Du kannst an bestimmten Stellen die Fluix, die Smart Cable nehmen. Die zeigen dir an, wie viele Kanäle in Benutzung sind. Du hast ja dann immer einen guten Überblick. Ja, das können wir dann noch irgendwann updaten. Vielleicht. Ja, ich wollte nur mal darauf hinweisen. Die können anfangs halt ein bisschen teuer sein. Deswegen, wenn man die nur vereinzelt nimmt und dann an bestimmte Stellen am Controller zum Beispiel setzt, dann weiß man genau, wo welche Kanäle lang gehen. Die verbinden sich nämlich mit den Glaskabeln. Okay. Gut, Moment. Eigentlich könnte ich doch jetzt schon... Nee, ich lasse das hier mal noch. Doch. Ich nehme mal hier... Die zwei Storage Cells mit, die 4K. Dann sehen wir nämlich gleich, ob es funktioniert oder nicht. Ah, die Fassaden wollte ich noch mal. Nee, so. Leg mal hier mal eine ein. Die leuchtet. Und die leuchtet auch. Gut, funktioniert. Gut, das haben wir. Den brauchen wir noch von den... Moment, habe ich die nicht in der Kiste? Nee, habe ich ins ME gelegt drüben. Dann machen wir uns noch so ein paar Kabelfassaden. Mit dem Diorit. Da brauchen wir den Cable Anchor. So. Wie kriege ich raus? 4, gell? Ja. Aus einem, ja. 28 Stück. Na, das war ein bisschen mehr wie geplant, aber egal. Brauchen wir so oder so im modernen Haus noch? Es soll ja alles versteckt werden. Warst du zu langsam? Hab dich gesehen. Zack, zack. Oh, nee, falsch. Da nicht. Nein! Nee. Warum zerspringen die Glaskabel immer? Die muss ich die mit der Wrench abbauen? Kannst du mit der Wrench abbauen, mit der Spitzhacke gehen die aber auch. Ohne zu zerbrechen, kaputt. Die ME-Kabel? Ja. Die normalen gehen bei mir kaputt. Mit der Spitzhacke sollte das kein Problem sein. Habe ich noch nie Probleme gehabt. Sind noch nie kaputt gegangen. Gut, dann haben wir hier noch was. Fürs Design. Ein bisschen so. Gut. Haben einiges geschafft. Jetzt brauche ich noch den Carpenter's Hammer und dann gucken wir mal, was wir hier für ein schönes Design rauskriegen. Naja, das ist nicht wirklich schön, aber funktioniert. Oder? Was war, wenn ich Shift drücke und den Carpenter's Hammer benutze? Bei einer Tür, die kannst du damit verriegeln, auf Eisen oder auf Holz. Bei einer Garagentür. Will behave like an iron door. Will behave like a wooden door. Okay. Gut. Also hier ME. Hammer gebaut. Hammer angeschlossen. Unsere Energie läuft gar nicht.
Ja, die ist ja voll, die Capacitor Bank. Ah ja, stimmt. Das bisschen, was abgesaugt wird, kann man sehen. Das wird aber direkt auch wieder aufgefüllt. Dann haben wir unser Soll für heute erfüllt. Du bist noch ein bisschen am Bauen. Ja. Oh. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich habe hier oben übrigens noch ein paar Solarzellen drauf gemacht, seit dem letzten Mal. Was noch mehr? Photovoltaikzellen. Die werde ich nach und nach eben, wie gesagt, hier ausbauen. Das ganze Dach voll machen. Und dann wird es genug Strom geben für mein modernes Haus. Hoffe ich doch mal. Worauf du wetten kannst. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Minecraft. Bye.